Junge! Ja, der verkrümmelt sich schon. Mal sehen. Ey! Mach, dass du fortkommst, Junge! Ich schreibe eine schlechte Bewertung auf Google, ja? So geht's nicht. Ach, ich habe keine Munde. Irgendwie dunkel hier. Ja, wir müssen uns echt auch mal schauen, dass wir dann bei Zeiten mal irgendein Nachtlager aufschlagen. Weil ich glaube, das mit den Baumstämmen, das wird ein bisschen länger dauern. Ja, ein Problem mit dem Nachtlager ist, dass ich keine Plan in meinem Alter habe. Ich auch nicht. Entweder haben wir die vergessen. Wir haben echt original einen von den Koffern nicht aufgemacht oder so. Ich habe extra nochmal zweimal geguckt, ob wir wirklich alle erwischt haben. So, Calvin macht sein Ding, ja. Oh, jetzt wird's aber gescheit finster, du, Lego Mio. Jetzt aber düster. Ja, es wird gerade unangenehm düster. Mit L kannst du dein Feuerzeug anmachen, dann siehst du ein bisschen mehr. Ja, für die Controller-Spieler unter uns. Ah, ja. Entschuldige. Oh, kein Problem. Aber ich sehe dich, das ist richtig gut gemacht, ne? Ist echt nicht schlecht, also. So, dann machen wir hier den Eingang rein. Wer auch immer bei dir im Chat den Hinweis gegeben hat, mit Sachen auf 1 bzw. 2 etc. legen, vielen Dank an denjenigen. Das habe ich, glaube ich, gerade rausgefunden. Aber ich habe es gerne gemacht, weißt du? Das war sehr lieb von dir. Dafür bringe ich dir auch noch einen Baumstamm. Das ist mega gut. Ich zerleg mal hier die Stümpfe, die hier so rumstehen. Wir könnten Feuer machen, stimmt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so ungeil. Warte mal. Wir machen hier so ein kleines Feuerchen. Weil Fisch scheint es hier wohl nicht zu geben. Das heißt, wir müssen mit den Erzeugnissen des Waldes zurechtkommen. Das habe ich, glaube ich, gesehen, wie das geht. So, warte mal. Ich mache hier mal ein Stöckchen. Und dann machen wir da jetzt mal, zünden das mal an. Ich habe Feuer gemacht. Ach, du auch. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Man kann ja gar nicht zu viel Feuer haben in so einem Spiel. So. Ich muss das noch rausfinden, wie das mit den, wie das dann mit den Pfeilen funktioniert. Pfeilen? Ja, ich habe einen Bogen gebaut. Ah. Pfeile. Pfeilen, ja. Wetten, du brauchst Federgedöns? Ja, bestimmt. Kommt wieder ein Baumstumpf an? Kannst das Bein am Pfahl grillen? Will ich das? Ist in der Ferne. So. Oh, Vorsicht, ich muss aufpassen, dass es mich umbringt. Okay. Tragen. Ja. Ich habe das einfach aus Versehen ausprobiert.
Kelvin, der faule Sack, ne? Der schleppt immer nur ein. Ja, der kann nicht anders, ne? Also, Bären im Übrigen zu essen ist so eine ziemlich brotlose Kunst, habe ich gerade rausgefunden. Bringt mir zu viel? Nee, gar nichts. Also, oder vielleicht, aber nicht die. Also, davon werden wir nicht satt. Nein, ich wollte nicht essen. Oh, holy moly, ich habe einen Fliegenpilz gegessen. Ah, es schmerzt mich. Ha? Das war nicht so clever. Ich wollte ihn eigentlich nur aufsammeln. Die Lachsbären, weiß ich auch nicht, ob die so gesund sind. Also, man sollte besser nicht im Feuer stehen. Nee. Für sie getestet. Proudly presented. Baumfeld! Kombi-Empfehlung, Taube und Möwe. Okay, ich glaube, ich werde das mal austesten. Kelvin eigentlich los? Kelvin, was liegst du hier eigentlich schon wieder so rum? Schwing mal deine Hüfte, ja? Hol Stämme. Wir geben. Ne, das ist lagervoll. Bleib hier, bau, hol. Nimm Gegenstand, beseitige 5 Meter, mach Pause. Entschuldigung, da steht einer mit einer Axt neben mir. Sabes, das ist nicht okay. Was? Da ist einer mit einer Sichel oder sowas. Hey, komm zu dir, Vorsicht, der kommt zu dir. Ja, ich sehe. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So nicht, Junge. So nicht. Boah, zu zweit kann man echt lustig böse Sachen machen mit denen. Der hat auch wieder einen Lederbeutel dabei. Jo, komm mal. Meine Güte, so ein Unterschlupf wäre ganz geil, ha? Zündest du den gerade an? Ist nur das Bauamt. Ja, es geht. Warte mal, ich schau mal, was in dem Beutelchen ist. Komm, plane! Nee, aber auch gut. Was ist das? Was ist das hier? Ein Draht. Okay. Münzen. Eine Armbanduhr. Ich habe Geldscheine bekommen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier. Warte mal, kann man aus dem Pfeilen irgendein Steinpfeil? Brauche ich 2 Federn und 4 Steinchen dafür. Okay. Also Federn fehlen mir noch. Okay. Boah, ist das. Oh. Der Kumpel ist nicht mehr so ganz bei sich. Dann brauchen wir noch. Dann, warte mal, dann, wenn wir das so haben, dann brauchen wir auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Zeug und zwar mehr Stammlager. Weil ich glaube, Kelvin hat gerade ein logistisches Problem gerade bei sich. Cool. Ich habe doch vorhin ein Eichhörnchen gekillt. Ja. Und das Fleisch davon habe ich jetzt an unser Drying Rack gegeben. Oh, guck mal. Schön. Das Hörnchen. Da steht noch einer. Rechts von uns. Warte, lass den mal kommen. Ich geb dir mal einen mit. Au, der gibt mir einen mit! Erster Tod. Nee. Noch nicht? Noch nicht! Nein, meiner. Ich bin auch gleich hinüber! Ich bin hinüber! Verdammt! Oh, und rat mal, was man nicht hat beim Respawn. Nichts mehr? Seine Sachen und so. Warte mal, ich bin gerade gefesselt oder so, würde ich mal sagen.
an einem Marterpfahl oder dergleichen? Ich auch. Aber ich kann mich freischneiden irgendwie. Ja, ich habe gerade ein Messer eingesammelt und habe mich jetzt auch freigeschnuppelt. Auf ihn mit Gebrüll oder vielleicht ohne Gebrüll. Mehr so geduckt vielleicht. Alter, das ist ein ganzes Dorf voll mit denen. Ja, wir sollten hier möglichst schnell unser Zeug nehmen und weg. Nimm dein Zeug und hau ab, Platz, aber es mach hinne! Ab ins Gebüsch und dann ab nach Hause. Das au, der hat mich schon wieder umgebracht! In welche Richtung ist wohl zu. Oh, ich bin auch schon wieder tot. Okay, wir müssen hier weg, Zappes. Wir müssen ja. Nimm das Ding und nimm die Beine in die Hand, egal in welche Richtung. Gib ihm alles, ja? Ja, ich. Er hat es versucht. Er hat mich wieder festgebunden, die Mistsau. Warte. Ich mach mich los. Duck dich und lauf Richtung irgendwo ins nächste Gebüsch und dann versuch dein Zeug zu sammeln. Es ist dunkel, die sehen uns nicht. Okay, ganz easy bleiben. Direkt hinter dir war ein Typ. Ich nehme jetzt mein Zeug und nimm die Beine in die Hand und hau ab hier. Das Problem ist, dass die mich in dem Moment, wo ich mein Zeug nehme, sehen. Und es ist dunkel und ich weiß nicht, wo ich bin, Mama. Ich auch nicht. Aber ich habe jetzt meine Karte wieder. Und ich bin gar nicht so weit von unserem Spawnpoint entfernt. Oder von unserem. Ja, ich sehe unsere Base sogar schon wieder. Die haben ihr Lager direkt oberhalb von uns. Ich werde hier von Typen im Wald. Das sind viele, ne? Ich komme jetzt quasi auf der anderen Seite vom Ufer unseres Flusses wieder raus. Ich trinke erstmal einen Schluck schnell. Warte mal, ich hab doch noch so einen kleinen Spaßriegel dabei. Du wirst übrigens von einem von den Muckeln verfolgt. Der ist direkt hinter dir her, latscht aber gemütlich mit seiner Kettensäge oder was das ist vor sich hin. Hast du gerade Kettensäge gesagt? Der hat irgendwas in der Hand, das sieht aus wie eine Kettensäge. Okay. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen in die Base-Verteidigung investieren, ha? Ich frag mich gerade, ob ich mutig genug bin, mich hinterrücks auf ihn zu stürzen. Irgendjemand schreit da wie am Spieß, ey. Ja, er hat eine Kettensäge, er geht gerade zu dir. Und er hat gerade so einen normalen Gegner mit der Kettensäge einfach kaputt gemacht. Ich sehe, wo du bist, Zappes, aber ich bin ganz weit weg. Ich bin bei unserer Base schon wieder. Ich bin Richtung. Ich bin vielleicht 5 Meter hinter den Typen. Ja, ich sehe dich am Horizont, aber du bist weit von mir weg. Na gut, dann komme ich mal zu dir. Ich kann von hier aus auch sehen, wo du da bist und alles, aber. Wie ärgerlich. Baba, wo? Mama. Ihr baut auf deren Grundstück, das stimmt doch gar nicht. Ja, hier war kein Schild gestanden. Aber wir haben fast einen Fußboden, Zappes. So weit ist es schon gekommen. Und unser Kelvin ist irgendwo auf der Map. Das will mich tollen. Da steht die ganze Zeit, ich bin müde und ich soll einen Tarp verwenden, um Shelter zu bauen. Ja, super lieb. Ja, ganz tolle Idee. Wir halt einen Tarp. So, wir haben den Fußboden jetzt bald drin. Da kommt einer, Vorsicht. Oh. Da war irgendwo rechts von unserer Hütte. Haben die vielleicht Angst vom Feuer? Ich weiß es nicht. Aber was wir machen können, ich kann hier mal gucken. Ich habe doch hier, ich kann hier Blätter reinwerfen. Da hält das Feuer bestimmt länger. Safety first, Freunde. Safety first. So,
So, unsere Holzlager sind beide leer. Kevin ist rechts von uns, der kommt gleich. Ja, ich habe gerade eben seine blaue Beleuchtung gesehen. Ah, da ist ein Typ. Weißt du, hier hast du nichts verloren. Ich würde dich sonst einfach gehen lassen, aber... Ich glaube, die werden aggressiver, wenn wir öfter mal von denen einen um die Ecke bringen. Also ich glaube, wir müssen die wirklich nur schwächen, bis sie wegrennen. Habe ich so den... Also ich bin mir da fast sicher, dass das so ist. Bitte lebt mir. Ich weiß, mir auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht clever wäre. Also den Anzeigen nach bin ich übermüdet und kurz vorm Verhungern. Beste Voraussetzung. Ich auch. Aber du hast ja was zu essen vom Eichhörnchen, glaube ich, ne? Ja, also ein Eichhörnchen bringt so in ungefähr 10%. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir jetzt irgendwie mal an die ein bisschen. Warte mal, Kelvin, komm mal her. Kelvin, bleib mal hier bitte. Kelvin, mach keinen Scheiß jetzt hier. So. Hole Stämme und Behälter füllen. Kelvin, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich glaube, da, wo ich den Typen am Lagerfeuer abgefackelt habe, ja. Ja. Da kannst du dir jetzt Knochen einsammeln. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was man damit alles anfangen kann, aber. Ich denke, die braucht man zum Craften. Ich packe sie mal in unser Lager rein. Crafted? Ich bin ab. Oh, die will ich haben. Ich habe einen Schädel gefunden. Ja, ich auch. Den braucht man für die Lampe. Oh. Hat die mehr Schaden? Ich weiß es nicht. Probier's gleich mal auf. Mal bauen. Dann brauche ich. Schädel. Okay, pass auf. Ja, Schädel hat er gesagt. Da, Schädel? Nee, Moment, das wollte ich gar nicht. So. Ich muss mir das noch. Pass auf. Knochen für die Knochenrüstung. Say what? Da brauche ich aber noch ein Seil dafür, das habe ich nicht mehr. Alter, wie geil ist denn die knapp? Das ist eine Keule mit einem Schädel als Keulenende. Nein. Ja. Doch, dann kannst du ihnen mit ihren Köpfen ihre Köpfe einschlagen. Ich werd verrückt. Was haben wir hier? Lachsbären. Ich esse da mal eine und mal gucken, was passiert. Heidelbeeren. Ich meine, was ist schlimmer als verhungern, dann futter ich lieber Heidelbeeren, weißt du? Ja, das kein Sinn zu ergeben. Aber wenn ich den gesamten Tag damit verbringe, Heidelbeeren zu essen, dann verhungere ich nicht. Das klingt total. Energiemischungen kann ich herstellen. Okay, was ist das? Gesundheitsmischung. Da brauche ich aber irgendeinen Teil noch dafür. Weiß nicht, was das andere Symbol ist, aber irgendwas brauche ich dafür noch. Dann könnte ich eine Gesundheitsmischung herstellen. Hier irgendwie noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Ich habe eine Granate. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich eine Granate habe, aber ich habe eine. Die war ganz am Anfang in irgendeiner Kiste. Ja, die auch. Okay. Kevin, fleißig. Er hat schon wieder drei Baumstämme. Und es wird hell! Schau mal, zapp es den Himmel an. Boah. Ich sehe hier schon große Sachen auf uns zukommen. Boah, geil. Himmel ist mega. Alter, ist das geil. Holy moly. Ach du Schande, ist das gut, ey. Okay, ich habe echt Hunger. Also kritisch Hunger.
Die Frage ist natürlich... Alter, ach komm. Auf Ultra, auf Maximum-Einstellung, ja. Ich kipp gleich um, ja, ich weiß, aber ich brauche halt irgendeinen Fisch. Ich laufe mal hier lang und schau mal, ob ich einen Fisch sperren kann. Aber ich glaube, hier in dem Bachlauf... okay. Hier in dem Bachlauf ist, glaube ich, kein Fisch. Da läuft wieder jemand. Ich gehe da mal. Ey, Puma, danke für deinen Follow. Herzlich willkommen hier. Da ist einer im Baum. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, Zabbis, aber ich glaube, vielleicht so ein Palisadenwall wäre was, ha? Hinter mir ist einer. Ich bin da. Na toll, ich habe meinen Speer in die Prärie geworfen. Ich habe ihn wiedergefunden. Was bitte? Geh weg. Brauchst du Hilfe? Nee, geh weg. Ich glaube, du brauchst gleich Hilfe. Schau, bei mir ist gerade niemand. Da ist einer, ich sehe ihn noch, aber... Er rennt hier immer hin und guckt und kommt näher und hat eine Sichel und macht mich echt unkomfortabel. Und jetzt greift er mich an. Danke. Junge! Wir wollen nett sein miteinander, weißt du? Wir sind Kumpels, wir sind Nachbarn. Ja, da grillt man miteinander. Also nicht uns am besten, aber du weißt, wie es ist. Komm, wir machen dir nichts. Ja, wir wollen dir nichts Böses. Außer du nimmst Zabbis seinen Fisch weg. Dann wird's ärgerlich. Wo ist denn der Kelvin-Typ eigentlich? Der war doch gerade hier. Ja, der ist wahrscheinlich hier bei den 11 Milliarden Baumständen. Ich bring da auch mal ein paar mit, damit der ein bisschen flotter... Okay. Dann baue ich mal weiter an der Hütte, weil sonst wird das nichts. Yep. Der kommt wieder zu mir. Er geht mir ein bisschen auf die Nüsse, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ja. Na komm, 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 komm. Ah, der hat wieder einen Pott müssen. Ja, ich schau mal gleich. Mal schauen wir mal. Komm, irgendwas Sinnvolles. Ah, Klebeband. Und was zu essen. Ein Energieriegel. Hier rein damit. Ah. Holla, grüß dich, hi. Okay, ich bin wieder ein bisschen versorgt, Zabbis. Mir geht's schon wieder ein bisschen ticken besser. Raw Meat bekommen, sehr schön. Echt? Ich kann dir was in deinen Rucksack reinpacken, das ist ja cool. Was in meinen? Ja, wenn du da kniest, kann ich dir was in den Rucksack geben. Okay. Ich könnte Schmerzmittel zum Beispiel geben. Brauche ich eigentlich nicht, aber danke. Gut zu wissen. So, jetzt probiere ich mal das mit dem Kochen aus. Das muss doch irgendwie gehen. Ich glaube, du kannst auch Fisch oder sowas ins Lagerfeuer reinpacken. Ja, ja, genau das habe ich nämlich tatsächlich im Video auch schon mal gesehen. Und dachte mir gerade mal so, das probiere ich mal. So geht denn das scheiß Lagerfeuer immer aus? Was ist denn das für ein Code? Ich nehme an, das liegt irgendwie am Regen. Das ist aber nur eine steile These. Ah, okay.
So, also jetzt steht gleich der Rahmen schon mal. Das sieht schon richtig gut aus. Also für eine kleine Anfangsbude, ne? Also denk dran, ja. Das ist noch nichts, noch nichts Fundamentales. Zu dem Zeitpunkt im Spiel hat man noch keine richtige Basis, das ist schon klar. Ja, aber irgendwas so, um uns ein bisschen, ne? Ja, ja, uns erstmal am Leben zu erhalten. Wenn wir feststellen sollten, dass das hier der schönste Ort der Erde ist, dann können wir es ja immer noch zur geilsten Base der Welt ausbauen, meinst du? Normalerweise bin ich bei so einem glasklaren, eher flachen Fluss mit Steinen am Boden vor meinem geistigen Auge schon die Forellen sehen, aber hier sind keine. Nee, es ist nichts, ne? Also es ist... Im Übrigen, du kannst die Gegner auch mit Baumstämmen oder sowas bewerfen, habe ich gerade festgestellt, dass das möglich ist. Ja, damit habe ich ja heute meinen ersten Kill hingelegt. Ja, nice. Hab nicht mal ein Achievement dafür. Das ist traurig irgendwie. Dabei hätte man da so einen schönen Achievement-Namen vergeben. Ja. Morgen Wood. Ja. Oder so. Oh, ich hab schon wieder Hunger, ey. Na komm jetzt aber. Mit Schmackes! Meine Klasse, wunderschönen guten Abend und Marlini natürlich ebenfalls. Hi euch. Schön, dass ihr da seid. So, Budenbau. Das ist unser Ding. Ja, und Essen finden wäre natürlich auch geil. Ja, ich versuche gerade, ob ich vielleicht irgendwie noch ein paar Eichhörnchen oder so ran schaffen kann. Ja. Oh, Eichhörnchen klingt für mich jetzt nach einer feinen kleinen Mahlzeit. Nachdem ich die letzten Tage Valheim gesuchtet habe wie ein Bekloppter, würde ich am liebsten Wildschweine finden, aber... Verstehe. Also Vögel kann man wohl auch irgendwie sich zu Essbarem umwandeln. Sonst auf der Einöde her. Ich gehe jetzt auch mal nach irgendwas Essbarem suchen. Wo könnte was Essbares sein? Lass mal Karte aufmachen. Hier läuft ein Fluss lang, auch da wieder. Ich denke, der See, wo ich ursprünglich mal gesagt hätte, ich glaube, so ein See hat einen Fischbestand. Ein Fluss ist immer so relativ, ne? Okay. See könnte interessant sein. Hier drüben ist auf jeden Fall, da wo der Zappes jetzt hinläuft, da kommt dann das Gegnerlager. Da oben müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber... Bitte? Fluchten Eichhörnchen sind schnell. Ja, ja. Schnell und wild. Hier ist so ein Weg. Ein Weg ist gut.